So, jetzt haben wir noch ein erstklassiges Tentakel und können uns erstmal frei bewegen. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Okay. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Mhm. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Mhm. Aha. Wer ist hier das bestaussehendste Tentakel im ganzen Reich? Ne? Wer? Genau. Ist schon auf. Mhm. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakel-Babe wie dich an einen Ort wie diesen? Ich bin hier, um dich zu sehen. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese 3 Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich bin, hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Okay. Wie sah mit dem Kleidchen überhaupt? Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpurtentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Ihr habt den Mann gehört! Flieht! Flieht! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Tja, vielleicht können wir dann doch den Tentakel jetzt im Gefängnis zum Einschlafen bringen, damit halt die Addisons fliehen. Der LALR-Übersetzer wird wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare Struktur. Bitte, mir ist schon langweilig. Nee, das funktioniert nicht. Wie geht's, der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ja, die größten und schönsten Sorgnäpfe. Mir ist langweilig, etc. Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Hm. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Na, ich kann zwar den Schalter benutzen, aber das bringt mir ja nichts, solange er noch hier ist. Geh da weg, das ist mein Job. Okay. Dann gucken wir erstmal auf den oberen Etagen. Hey, blödes Tentakel! So, Schnubi, dann wollen wir dich doch jetzt mal beruhigen. Ich kann nicht. Höre, ist der Hamster hier gar nicht drin? Hm, sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Nimm den gefrorenen Hamster.
Siehst du, dem geht's gut. Ganz super. Da ist er, unser Hamster im Eisblock. Oh, guck mal an. Oh, der ist festgeschraubt, ne? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Dann bräuchte ich vielleicht mal das. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono-John geht. Was? Das Brecheisen geht nicht ins Chrono-John? Ich glaube nicht, dass das ins Chrono-John geht. Okay. Vielleicht das Skalpell wieder. Und ja, wenn er die Zeitkapsel dann ankommt, dann können wir doch einfach mal... Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Perfekt. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Moment, Nudeln auch noch reinschmeißen? Ah, der Dosenöffner sollte ja natürlich hervorragend funktionieren. Für die alte Dose hier. Na, und jetzt ist aus dem Wein schön Essig geworden. Und den können wir direkt wieder zurück an Hobi schicken. Gut. Oh, cool. Da ist ja die Mumie. Sehr gut. Jetzt kannst du gehen. Schups, da haben wir auf jeden Fall schon mal unseren Menschen, aber den müssen wir noch ein bisschen aufhübschen. Ja, das ist der Geist. Ja, that's the Jeder spirit. Wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Ah, nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Ja, bevor wir das machen, müssen wir wohl erstmal... Oh, eine Verlängerungsschnur. Da ist ja schon mal sehr nützlich. Entspannungssessel. Der Flamingo. Komm, nimm den lila Flamingo mit. Nicht mein Geschmack. Oh, die Lavalampe. Keine Chance, das ist gefährlich. Okay. Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Sag, du kommst mir bekannt vor. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Hallo, Wolocks. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Das ist aber ganz schön langlebig. Wie gut kanntest du eigentlich Dr. Fred? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich auf keinen Fall. Ich finde Menschen aber widerlich. Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Das Spiel ist schon ziemlich alt. Die CD, die ich hier habe, ist von... Gute Frage. Ja, okay. Entschuldigung. Die CD, die ich hier habe, von wann ist denn die? Steht hier irgendwas noch drin? ...1993.
Wie gesagt, da erscheint jetzt bald eine Remastered-Version. Und bevor die erschienen, wollte ich einfach nochmal vorher das Original gespielt haben. Ah ja, hier sind die Leute, da kann ich dann meine Mumie aufhübschen, wenn ich muss. Die richterliche Hochsicherheitszone, ne, das bringt ja noch nicht viel. Ach doch, Moment mal, halt. Habe ich nicht schon? Ein schönes Lachen habe ich doch schon. Das kann ich ihm noch auf jeden Fall schon mal reinheften. Ah, und dann, das macht eigentlich auch Sinn, wer hatte denn die Spaghetti? Schick mal die Spaghetti durch die Toilette. Wabbelige Nudeln, da haben wir doch auch schon gleich eine wunderschöne Haarpracht. Jetzt brauchen wir nur noch irgendein schickes Gebiss. Aber dann brauchen wir wahrscheinlich eher das Gebiss von dem Pferd. Ach ja, hier wollte ich ja noch mit Help Wanted. Wollte ich ja mal da unten mir wahrscheinlich den Arztkittel besorgen. Falls ich den überhaupt für irgendwas brauche. Was ist das? Gesucht? Fleißige Aushilfe? Genie helfen? Dankeschön. Nun, ich bin das einzige Genie hier. Und du siehst dumm genug aus. Also, nimm deinen Arbeitskittel und geh an die Arbeit. Tja, dann nimm mal den Laborkittel. Ich weiß noch nicht, wofür ich ihn brauche. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Ah, okay. Dann weiß ich, glaube ich, schon. Ah. Okay, machen wir erstmal bei Laverne noch ein bisschen weiter. Okay, hier oben geht ja eigentlich nichts. So, wir müssen den Hamster mal auftauen. Und wir müssen irgendwie den Wächter da unten noch wegkriegen. Na, der steht immer noch hier. Oh, da ist ja noch das Büro. Das hatte ich fast übersehen. Ah, ne, das ist das. Das ist Dr. Tentakels Büro. Ah, ne, das war der Zwinger. Tja, dann, Hamster. Das kennst du ja schon aus dem ersten Teil mit der Mikrowelle. Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Jetzt ist es auf jeden Fall schön knusprig. Oh, es ist ganz nass. Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Ganz genau, Kinder. Hamster in den Trockner? Nein. Okay. Nasskalter Hamster. Tja, da müssen wir es dem Hamster auf jeden Fall erstmal muckelig machen, aber nicht so. Wie kriegen wir bloß Tentakel in den Club? Gabel können wir nämlich nochmal an Laverne geben, damit sie vielleicht die Frisur nochmal ein bisschen auf Vordermann bringt. So, jetzt haben wir auch eine 1A Frisur mit Fleischbällchen. Ein Dingelhopper, ganz genau. Stammte aus der... Ja, oder das Snarfblatt stammte aus der Zeit, als die Menschen den ganzen Tag nur herumsaßen und sich gegenseitig anstarrten. Wurde bald langweilig.
Schild. Wie? Okay. Tja, sehr viel mehr ist hier, glaube ich, auch erstmal nicht rauszuholen. Sieht bequem aus. Keine Zeit dafür. Der hat jetzt schon Essig. Ah, exzellent. Das brauche ich für meine Superbatterie. Kann ich mir den Hut einmal wegnehmen? Nee. Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Ah, das würde natürlich bei... Das könnte bei Edison funktionieren, ne? Nachdem, bevor wir es wegspülen, Moment. Lustig, wie die Spaghetti natürlich komplett aufgeweicht sind, aber die Zettel, die wir hier durch die Toilette spülen, denen ist das egal. Ja, schicken wir vielleicht Ben Franklin mal nach Baltimore. Ah ne, das war ja die Frau. Die hat ihre Schuldigkeit schon getan. Ich will nicht. Ne, okay. Also das ist auch nicht für Franklin gedacht. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hm. Ah, nee, falsche Richtung. Was machen wir denn mal mit Mr. Ed? Wie kriegen wir den denn dazu, dass er mal seine Dings auszieht? Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfach... Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Hm, das Design ist nicht schlecht, aber ich brauche wasserdichtes Material, wie Gusseisen oder so. Hm. Okay. Dann braucht der wohl den... Nein, falsch. Dann braucht der wohl den Regenmantel. Ist wohl ein bisschen zu klein für mich. Dann gib mal den Laborkittel an. Ich hab hier was für dich, Mr. Superhirn? Gib schon her! Hm, gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha! Na dann, können wir ihn hier schön zerschnippeln. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen. Wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Hm. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Pfff, nicht, wenn du noch weiter vollspuckst. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar, Lasagne. Hoffentlich. Jetzt! Yippie! Zieh ihn dir an! Hätte alles, ich halt nur vorher. Noch fehlt. Zusammenblitz. Also, was passierte, nachdem ich ohnmächtig wurde? Nun, nachdem der Blitz den Drachen getroffen hatte, stürzte er runter auf deinen Kopf. Der Blitz? Nein, der Drachen. Mist. Was meinst du, sollten wir machen?
Ich würde in mein Labor gehen und alles nochmal überdenken. Die Idee könnte von mir stammen. Ja, dann muss ich nochmal, dann brauche ich erst die Batterie. So, eigentlich brauchen wir für die Batterie jetzt ja nur noch ein bisschen Gold. Da hatten wir, wie gesagt, diese nette kleine goldene Feder, die auf dem Tisch stand, aber ich weiß halt nicht, ob wir an die rankommen. Ah, dazu müssten wir wahrscheinlich erstmal hier Feuer anzünden und dann hier ein bisschen Rauch auslösen, damit wir da rankommen. Aber so einfach kommen wir da nicht ran. Und dazu müssten wir George dazu bringen, dass ihm kalt wird. Das können wir mit den klappernden Zähnen machen. Aber... Entschuldigung. Ja? Ist es kalt genug für dich? Kalt. Du kennst doch nicht mal die Bedeutung des Wortes. Ja, die alte Geschichte von Valley Forge. Ich war mal in Valley Forge. Das war kalt. Meine Spucke gefror, bevor sie den Boden erreichte. Cool. Ziemlich. Entschuldigung. Ja? Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Das Pärchen da im Baumschumpf? Diese Toiletten? Diese Toiletten? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Ich hau jetzt ab. Die Spielzeugmaus. Die kann vielleicht Burnout gebrauchen. Himmel, warum benutze ich nicht einfach das andere Fenster? Das stimmt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Das Kaugummi. Besser nicht. Besser nicht. In diesem fluoreszierenden Licht sehen die Bonbons echt lecker aus. Bis auf diese Schinkendrops habe ich alles, was ich daraus haben wollte. Es scheint nicht aufzugehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Nö. Schwierig, schwierig. Achso, ich habe jetzt diesen Brief mit dem tollen Design. Warte einen Augenblick.
Vielleicht können wir den mit den Zwillingen benutzen. Irgendjemand sollte ja diese Nachricht kriegen. Ich will nicht. Ich will nicht. Nö. Achso, dann vielleicht noch Laverne. Die muss ja irgendwie nach den Typen loswerden. Jetzt, wo sie sich draußen bewegen kann. Nö, das bringt nicht viel. Das macht keinen Sinn. Wie geht's der Tentakeltyp? Oh, so wie immer. Ich hasse meinen Job. Mir ist langweilig etc. Ich suche nach einem Tier. Ich sagte doch schon, du würdest sie nicht haben wollen. Und ich will kein Haustier sein. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust hier zu sein. Tentakelclub. Katzen lieben solches Zeug. Hab ich noch irgendwo eine weitere Katze gesehen? Was mache ich auch noch mit dieser Plastik? Es sieht ziemlich echt aus. Ich denke, damit kann ich halt eben den einen Typen in Verruf bringen. Damit halt eben dann mein Kandidat auch gewinnt. Aber hier ist auch keine Katze, oder? Besser nicht. Besser nicht. Man muss jemanden schon ziemlich hassen, um solch einen gemeinen Trick zu benutzen. Oh, Harold, das ist toll. Was sammelst du da? Du solltest das den Richtern wirklich sagen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ups. Also, wie ist das hier reingekommen? Ich glaube, mir wird schlecht. Fühlt sich hier jemand nicht wohl? Ich fühlte mich gut, bis ich das sah. Ist das von dir? Nein, ich bin gesund. Hast du nicht gerade gesagt, dir würde schlecht werden? Das war nur im übertragenen Sinne. Weißt du eigentlich, dass du die ganze Show mit der Grippe angesteckt haben könntest? Aber ich habe alle meine Impfungen. Du siehst gesund aus, Harold. Aber du kennst die Regeln. Du bist raus. Tja, wie beim echten Beauty Contest. So, was damit für ist eine der, Schweinerei. Damit ist der größte Konkurrent weg. Ich hasse es, hinter Menschen sauber zu machen. Jetzt müssen wir nur noch unsere Mumie perfektionieren für den Schönheitswettbewerb. Wie gesagt, dafür brauchen wir immer noch die Zähne. Sie sind brillant. Keine Zeit zum Ausruhen. Ich glaube nicht, dass ich das öffnen kann. Pfosten. Sieht zu schwer aus. Die Lavalampe können wir auch nicht nehmen. Nö, ich denke auch, hier haben wir alles schon geplündert, was hier zu plündern war. Den Dings haben wir auch schon rausgeholt.
Hier in der alten Kammer haben wir auch schon alles rausgeholt. Will ich nicht haben. Es ist sonnig draußen. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Es ist eine alte Dose. Das kann ich nicht nehmen. Nein. Wir haben es ja schon mit der Flamme wieder warm. Tja, was machen wir bloß noch mit der Quietschemaus? Hat das Tentakelchen vielleicht Angst vor Quietschemäusen? Besser nicht. Okay, das sollten wir erlassen. Jedoch eingeschränkt durch eine nitrogenfreie Unterdruckumgebung kann der Flux-Induktionsstromkreis sehr nützlich sein. Hat Vater dich mit diesem Buch geschickt? Bitte sag ihm, dass wir beschlossen haben, den Weg der bildenden Künste einzuschlagen und nicht den der Wissenschaft. Ich will nicht. Ich will nicht. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss hier wo reinlegen. Packt ihr die manchmal einfach raus und ich kann die einfach wegkrapschen? Ich will nicht. Ah, wir können den natürlich mal schläfrig machen. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Zuerst eine elementare elektrische Struktur. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla. Schlaf gut, Mr. Ed. Puh. Und Dankeschön. So, perfekt. So, das wunderschönste Lächeln auf der Erde. Und dann können wir den Wettbewerb beginnen lassen. Und dann sagte ich zu ihr, das ist nicht mein Saugnapf. Hahaha, das ist nicht mein Saugnapf. Wenn ihr meint, das Brille. War witzig, dann hört mal jetzt zu. Hey, wann beurteilt ihr das beste Haar? Ach, schon gut. Das sind die besten Haare, die ich hier an der Mumie gesehen habe. Dick und voll. Und saftig. Und fleischig. Die Mumie gewinnt. Einverstanden. Keine Ahnung, was ich eigentlich gewinne, aber werden wir gleich sehen. Wann wird denn endlich über das schönste Grinsen geurteilt? Ach, schon gut. Dum, dum, dum. Ich mag den ruhigen Typ mit den großen Zähnen. Der ruhige Typ mit den großen Zähnen. Es steht nichts in den Regeln, dass sie weiß sein müssen. Der erste Platz geht an die Mumie. Einverstanden. Also sind wir noch Tippex benutzen können. Ist jetzt mal bald das beste Lachen dran?
Ach, schon gut. Okay, wer weiß einen Witz? Ich komme gerade aus Deutschland. Da habe ich einen Berliner getroffen und ich fragte ihn, mit oder ohne Füllung. Ein Klassiker! Okay, völlig anderen Witz erzählt, als die Texte gegeben haben, angegeben haben. Ist schon toll, wie die Mumie das macht, ohne die Lippen zu bewegen. Ich sage, sie bekommt den ersten Platz. Tada, wir haben gewonnen. Einverstanden. Nun, das macht die Mumie zum Gewinner. Glückwunsch! Ist ja nicht so, dass wenn ich 2 von 3 Wettbewerben gewonnen hätte, ich auch gewonnen hätte, aber egal. Sie ist noch sehr gut erhalten. Ich vermisse das Lachen. Es ist Zeit, die Gewinne zu verteilen. Wir müssen bis Dienstag in Baltimore sein. Yo, unsere Arbeit hier ist getan. Na, easy nicht ein schicker Gewinner. Die Ironie, dass die Mumie den Schönheitswettbewerb gewinnt. Ted, hier trennen sich unsere Wege. Du hast bei der Rettung der Menschheit geholfen. Ich weiß noch nicht wie, aber okay. Und das, obwohl du schon seit Tausenden von Jahren tot bist. Ich glaube, du bist mein... liebster Edison. So, was haben wir jetzt gekriegt? Die Trophäe. Und ein Essensgutschein. Ja, perfekt. Damit werden wir jetzt endlich den Dings los. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Oh. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen. Nerven aus Stahl. Därme wie Messing. Därme aus Messing. Das reicht so. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Wer käme denn auf so eine Idee? Ja, also mit dem Essensgutschein. Essen für zu. Ja, Essen für zu einem Tentakelclub. Damit kriegen wir natürlich unseren Wächter jetzt weg. Und dann können wir die Edisons freilassen. Super! Abendessen für 2 im Tentakelclub? Das muss ich meiner Frau sagen. Aber er ist schon mit uns rumgeflirtet. Ihr seid frei! Frei für was? Frei um... wild durch die Wälder zu rennen. Wild durch die Wälder zu rennen. Tolle Sache. Ich sagte, ihr seid frei. Also bewegt eure dicken, faulen Hintern und haut ab. Um dann für den Rest unseres Lebens von dem Tentakel mit Schnäuzer und dem großen Netz gejagt zu werden? Wenn wir abhauen, verfolgt ihr uns doch sofort. Wenn wir hier bleiben, haben wir es warm und bequem. Draußen müssten wir Käfer und Moos fressen. Ihr werdet gleich meine Faust fressen. Die Wälder sind voll von wilden Tieren. Löwen, Tiger und Stinktiere. Boah, ich hasse Stinktiere. Na toll, jetzt wollen wir nicht abhauen. Dann klappt vielleicht doch das jetzt mit dem Brief. Das macht keinen Sinn. Oder auch nicht. Die Spielzeugmaus besser nicht. Besser nicht. Sid? Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin... nur ein Mensch. Also das alleine reicht wohl noch nicht. Wie kriegen wir die jetzt zum Abhauen? Oh. Und machen wir mit dieser fetten Trophäe. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder.
Das ist eine Flasche Korrekturflüssigkeit. Der Tippex. Was kann man denn damit noch anfangen? Der Trichter. Es ist ein Trichter. Chuck die Pflanze. Jetzt bräuchten wir nur noch eine Münze, die wir leider nicht mehr haben. Tja, und wir könnten unseren guten alten Edison noch dazu bringen, dass er jetzt mal schlafwandelt, indem wir ihm koffeinfreien Kaffee einschenken. Ich jetzt. Muss den Safe öffnen. Muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie. Das muss der Vertrag von Dr. Fred sein. Er hat fast meine Hand abgeschlagen. Okay. Ja, wie gesagt, über die Kamera dürfen wir das wahrscheinlich begutachten können, aber nicht, solange wir den Videorekorder nicht benutzen können. Ich hätte mal früher kommen können. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Kohle. 1968. 1974. Oh, 1977. Da hat ein bisschen was zu tun. Später am Tag. Viel, viel später. Na, jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Vierteldollar-Münzen. Oder 50er, okay. Nee, Purpur wollten wir nicht, ein bisschen Grün wollten wir nicht fragen. Ich brauche immer noch irgendwas um den... Achso, ja, wie wär's denn eigentlich mit dem Brief? Sie müssen sofort nach Baltimore, ich bin ja ein Depp. Meine Fresse, echt. Um den aufzuheitern, da habe ich das Ding die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt. Und ich dachte, hey, hier ist ein Brief für dich. Für Mann, mich? Mann, Mann. Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Und weg. So, dann nimm dir doch mal diese Schatzpistole. Okay, ich glaube, das brauchen wir alles eher nicht. Die pokerspielenden Hunde. Es ist ziemlich klein. Ach so, da könnten wir vielleicht die Spielzeugmaus irgendwie verwenden. Bringt das was? Besser nicht. Besser nicht. Nicht wirklich. Okay, vielleicht irgendwo anders. Jetzt, genau, die Vierteldollar-Münzen. Dann können wir jetzt mal den Dings unten anfeuern. Ah, so kriege ich dann auch die Zähne von Dings. Hervorragend. So. Das ist der zweitcoolste Taschenprotektor, den ich je gesehen habe. Hä? So. Ich sehe überhaupt nichts. Dann lassen wir uns von ihm nochmal... Nicht so ungut. Dann lassen wir uns von ihm nochmal eine Zigarette geben. Hallo,
Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Na, die Zigarren. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre? Klar, her damit. Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Klar, würdest du. Verarscht. Ich verstehe das nicht. Jetzt haben wir eine Zigarre. Verzieh dich. Oh, Spielverderber. Genau, das ist wieder so einer, der immer nur Gags auf andere Leute Kosten machen kann. Aber wehe, er kriegt mal selber einen ab, ne? Und er holt er gleich rum. Das sind dann immer die Liebsten. So, dann schmeißen wir mal diese ganzen Münzen hier rein. Und dann läuft diese Waschmaschine wahrscheinlich bis 2090 oder so. Wow. Oh, nun schreite ich aus dieser Tür raus in die Freiheit, für die meine Vorväter gekämpft haben. Gib auf! Oh, wie praktisch, da wird's gerade auf zu drehen. Tja, und jetzt haben wir einen super kleinen Mini-Pullover. Oh, süß! Schön im Hamsterformat. Das sollte ihn aufwärmen. Ja, siehst du, Schnubi, jetzt geht's ihm wieder gut. So, benutze knusprig warme Hamster. Knusprig warm. So, dann gehen wir doch mal hier. Achso, genau, wir brauchen erstmal die Zigarren. Und wahrscheinlich auch den Zigarettenanzünder. Nö. Ganz hinten. So, dann verabreichen wir doch mal. Entschuldigung. Ja? Unserem Georgie eine Zigarre. Mr. Präsident, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Na klar. Nun, wenn es so ist. Und bam. Schön die Zähne dran gelassen. Mist! Ich hasse so etwas! Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Können wir jetzt seine auch noch nehmen oder sind die jetzt tatsächlich komplett weg? Nö, die sind fort. Aber dann können wir ihm die Klapperzähne geben. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Oh. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Nein, du. Du großes Baby. So, dann nimm dir doch mal die Decke. Wenn er die jetzt ja schließlich nicht mehr braucht. Mein Gott, schön den großen Umweg gelatscht. Und dann mal nett die Decke da drauf gepatscht. Bart!
Okay. Wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Nee, die könnte sich entzünden. Na dann, wir schön einmal außen rum. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht übersehen habe? Netzbett. Geht schon eine Matratze. Nö. Und dann holen wir uns mal schön die goldene Feder. Hoppla. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich. Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Schön Hancock angeschwärzt. Wir sehen uns später. So, dann geben wir ihm noch mal die goldene Feder. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ah, ich glaube, ich habe hier diesen Hammer vergessen. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Wo? Soll das lustig sein? Ich bin sehr beschäftigt. Sie gehört mir, mir, mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Tja, und dann jetzt nochmal raus zu Edison. Zu Franklin, Entschuldigung. Fertig für einen weiteren Zusammenstoß mit dem Schicksal? Sicher, warum nicht? Prächtig. Jetzt! Da fliegt er. Er fliegt so seltsam. Du hast es. Bleib so. Er ist zu schwer. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Moment noch, Ben. Bleib so. Er bricht aus. Er bricht aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Renn um dein Leben. Na, das war interessant. Jau. Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein. Den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück. Aber da fällt zum Glück die Batterie raus. Ich kenne meinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. So, damit haben wir unsere aufgeladene Batterie und damit ist Hoagie mehr oder minder durch. Boah. So, jetzt müssen wir nur noch mal den Linkshänderhammer oben zu den Söhnen legen.
Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Kaugummi. Wo waren die ganz hinten? Ne, die waren auf der nächsten Ebene. Tja. Oh nein. Der Linkshänderhammer. Ich hab's verlernt. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Muss die Inspiration so flüchtig sein, Kunst so grausam? Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus. Trinkst einen Cappuccino. Cappuccino? Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. In der Tat. So. Und ich glaube, damit hat Hoagie jetzt eigentlich fast alles erledigt, was er erledigen musste. Nicht, dass das ins Chrono John geht. So, hier dürften wir jetzt auch so ziemlich alles erledigt haben. Besser nicht. Entschuldigung. Hallo, mein kleiner Honigkuchen. Yippie! Lassen Sie uns über Ihre elektronische Anlage sprechen. Jederzeit, Süßer. Könnte ich wohl ein bisschen damit spielen? Auf keinen Fall. Okay, ich lasse Sie dann mal weiterarbeiten. Komm zurück, wann immer du willst. Besser nicht. Besser nicht. Ich weiß nicht, was du da hinten machst, aber lass es bleiben. Hey, das ist kein Spielzeug. Hm.
Pony Express Marken. Ja, nicht unbedingt die wertvollsten, aber sie haben einen ideellen Wert für mich. Hey, fass meine Marken nicht an. Besser nicht. Irgendwas fehlt mir. Besser nicht. Es scheint nicht aufzugehen. Keine Zeit dafür. Ich rette die Welt. Ich will mich nicht überanstrengen. Nö. Besser nicht. Das ist kein Spielzeug. Nee, okay, also bedrohen kann ich sie auch nicht abzuhauen. Das macht keinen Sinn. Edisons geben nicht jedem die Hand, Fremder. Er sieht schon blöd genug aus. Vielleicht, wenn sie nichts mehr Moment. Zu tun haben. Sie dürfen betrügen, du nicht. Vielleicht kann ich die Karten irgendwie kaputt machen. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Damit die abhauen. Hey, nimm deine eigenen Karten. Warum sollte ich die einzige Unterhaltung dieser armen Menschen zerstören? Das wäre möglich, ne? Mit der Tinte könnte ich vielleicht dem Sohn hier ein bisschen einheizen. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony Express Briefmarken. Du hast meine Pony Express Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese...
negativen Gefühle tun. So, dann haben wir auf jeden Fall noch eine Pony-Express-Briefmarke. Sieht so aus, als ob die Tinte jetzt wieder weg ist. Raus hier! Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Na danke. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. So, okay. Damit habe ich jetzt also auf jeden Fall nochmal eine Briefmarke. Da ist schon alles klar, worauf das hinausläuft. Ich müsste jetzt nur Edna irgendwie mal dazu kriegen. Besser nicht. Wirklich schwierig. Ja, die Statue ist schon umgemeißelt. Hogi kann eigentlich nichts mehr machen, oder? Hier ist halt alles schon erledigt. Ich habe auch sonst alles schon eingesammelt. Also hier ist eigentlich echt nichts mehr zu machen. Hab ich unten noch vielleicht irgendwas übersehen? Ich glaube aber nicht. Nee, also ich denke, hier müsste ich jetzt wirklich absolut alles erledigt haben. Es sind jetzt nur noch Laverne und er. Der Trichter. Dazu kann ich bloß den Trichter benutzen. Also wie gesagt, ich muss eigentlich auch hier bei Laverne ist nicht mehr so viel zu tun. Ich muss nur noch die drei dazu kriegen, dass die abhauen. Aber wie kriege ich das hin? Ja, die kannte ich aber schon. Ich wusste das dann, aber das Problem ist halt, sie hält sich dann ja irgendwie an der Statue da fest, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr genau, wieso. Was sie überhaupt dazu bringt, dann halt eben hier so durchzurollen. Zu langweilig. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krunko-Faktor ignoriert werden. Entschuldigung, was hast du gesagt? Ich war wohl mal kurz eingenickt. Nett. Zu langweilig. Besser nicht. Ne, also das mit der... Besser nicht. Maus funktioniert auch nicht. Besser nicht. Denk nicht mal dran! Ach, einfach drücken. Pick. Okay. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Ja, das sagt man immer schon so schön. So, dann benutzen wir doch jetzt mal
Das Video. Besser nicht. Es ist kein Band im Gerät. Oh, ich brauche eine Videokassette. Wo kriege ich denn jetzt eine Videokassette her? Nein, Edna könnte zurückkommen und es scheint nicht aufzugehen. Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst vor ihr. Vielleicht. Der hört gar nicht auf zu reden. Jawohl, es stimmt. Ein unglaublicher 4000 Karat Diamant für die lächerliche Summe von 2 Millionen Dollar. Die Nummer lautet 1800 Star Wars. Wanda ist bereit, ihren Anruf entgegenzunehmen. Da wachsen ja schon Pilze drin. Yummy. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Wo kriege ich denn jetzt eine Videokassette her? Vielleicht noch aus der Zukunft? Ich glaube, die hatten ja gar nicht so eine Überwachungsanlage, oder? Warum sollten die in der Zukunft auch noch Videobänder benutzen? Aber gut, das muss ich nicht unbedingt was heißen. Leutnant! Ich bin froh, dass Sie hier sind. Was beschäftigte Sie? Nun, ich hasse es, das zu sagen, Sir. Aber es gab da Ärger mit einem Menschen. Ärger? Was für eine Art Ärger? Nichts, mit dem ich nicht fertig werden würde. Aber ich habe da etwas an den Menschen bemerkt, das ein Problem werden könnte. Oh oh. Erzählt schon. Nun, Sir, Sie scheinen ein bisschen größer als wir zu sein. Länger, stämmiger, massiver. Ich weiß, was du meinst, Sohn. Ich will damit nichts Spezielles sagen, Sir. Ich fühle mich nur etwas unterlegen, klein, minderwertig. Bevor Sie weiter in die Tiefe gehen, lassen Sie mich erzählen, warum ich Sie hergerufen habe. Wissen Sie, ich habe etwas erfunden, das unsere Probleme mit diesen Beinläufern beenden wird. Ich habe den Miniaturisator erfunden. Den was? Es ist ein Verkleinerungsstrahl, Idiot. Aha, verstanden. Ich brauche noch ein paar Dinge, um ihn fertig zu machen. Komm her zu mir. Lass dich mal verkleinern. Videokassetten. Gucken wir nochmal hier bei Bernard. Vielleicht hat Grün noch irgendwo welche. Da ist doch ein Videoband. Was für ein Zufall. Eins hoch. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Ups, na dann. Das Band ist am Ende.
Das Band ist am Ende. Also, dann spulen wir es mal schnell zurück. ...999. Was für eine Zahl auf 57. Dr. Fred Edison. Steuer. Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Na denn. Dann haben wir jetzt ja seinen Vertrag gesehen. Oder zumindest seine Kombination. Dann können wir uns ja mal den Vertrag holen. Öffne den Safe. Mal sehen. 101, 999, 57. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Das ist nicht gut. Ah. Er ist nicht unterschrieben. Das Problem ist ja nur, dass Dr. Fred jetzt ja weg ist, ne?